Ja, liebe Zuschauer, wir schauen heute mal in Ihren Haushalt. Wie sieht es denn da so aus? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Auch so kleine nützliche Tipps, so kleine Helferlein. Und ich rede jetzt nicht von wegen Löffel in die Flasche, damit der Sprudel nicht rausgeht und, und. Nein, ich rede wirklich von nützlichen Dingen, die man gebrauchen kann, wenn man zum Beispiel einen Deckel verloren hat, den man aber unbedingt für die Salatschüssel braucht oder natürlich, um den Salat länger frisch zu halten und, und. Um was es sich ganz genau handelt, dafür habe ich mir den Carsten wieder mal eingeladen. Der erklärt Ihnen oder wir erklären Ihnen zusammen, wie wir unseren Haushalt frisch halten können. Da hast du ja genau den richtigen Spezialisten hier eingeladen, ja, für dieses Thema her. Ich muss ja zugeben, das ist ja sonst bei uns zu Hause ein Großteil auch die Aufgabe meiner Frau. Was heißt die Aufgabe? Aber meine Frau kümmert sich ganz gerne drum. Ich muss aber zugeben, dass ich natürlich selbst als Mann, der nicht unbedingt einen Blick dafür hat, mit diesen Gerätschaften hervorragend zurechtkomme. Und du hast eine Geschichte angesprochen, die ich gleich mal aufgreifen möchte. Man hat es eigentlich in den letzten Jahren immer tatsächlich so gehandhabt, dass man bei Flaschen, die man nicht ganz ausgetrunken hat, einfach einen Metalllöffel oben reingesteckt hat, so wie hier, damit dann die Kohlensäure nicht rausgeht, genau, oder das Aroma einfach in der Flasche drin bleibt. Ich sag dir ganz ehrlich, erfolgreich war ich mit dieser Methode eigentlich nie. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist mehr so ein Haushaltstipp, der dann doch nicht funktioniert. Aber was funktioniert, sind die hier, unsere Flaschenverschlüsse. Genau. Die sind nämlich speziell dafür da, für alle Flaschen, wo man keinen Deckel mehr hat, sprich diese hier. Die sind aus Silikon. Ich biege das hier mal so ein bisschen hin und her, ne, dass man das auch sieht, dass es aus Silikon ist. Und der Vorteil ist ja, die schmiegen sich millimetergenau an und dadurch kommt natürlich nichts rein. Also sprich, auch wenn ich es draußen stehen habe, weder Fliegen, sonstiges. Aber es kommt auch nichts raus. Ganz genau. Ja. Also vernünftig verschlossen, so dass also auch das Aroma, dass die Kohlensäure, je nachdem, was Sie in der Flasche drin haben, einfach auch drinne bleibt, dort, wo es eigentlich sein soll. Und wenn man so eine Flasche mal 3-4 Tage im Kühlschrank aufbewahrt, kann man sie danach noch problemlos weitertrinken und muss eben nicht die Reste wegschmeißen. Das kostet Geld und ist in meinen Augen auch ein Stück weit Verschwendung. Also kann man sich die Reste hier sehr, sehr gut aufbewahren. Genau. Das Ganze ist auch geschmacksneutral und hygienisch natürlich auch, ne? Im Gegensatz zum Löffel, den man 10-mal ankrabbelt und dann war es das natürlich auch. Ja. Aber gerade, das ist so ein ganz typisches Beispiel, ne? Weinflasche. Da hat man ja eigentlich Korken drin. Ja. Entweder hat man den Korken weit reingedrückt, dass man das gar nicht mehr verschließen kann. Oder was mache ich denn damit? Ja, der ist zerbröselt. Passiert mir also immer wieder. Immer wenn ich den Korken rausdrehe, dann bricht da oben ein Stück ab und dann hast du dann hält der nicht mehr, hält die Flasche nicht mehr dicht. Oder selbst wenn man sich mal gegen Abend ein Gläschen Rotwein genehmigt, so nach Feierabend, das darf man ja auch. Aber ich meine, die ganze Flasche trinkt man ja am Abend alleine nicht aus. Und da ist das natürlich auch super. Übrigens, diesen Stift, den wir hier gerade sehen, der ist aus rostfreiem Edelstahl, also auch hier sehr hochwertig, der ist rostfrei und das finde ich ganz besonders toll. Man drückt ihn einmal rein und einmal raus, beziehungsweise wenn man ihn verschließt, drückt man ihn rein und wenn man den Deckel wieder abheben möchte, dann zieht man ihn einfach raus, genauso wie wir es hier sehen. Hält für alle Flaschen bzw. Gläser mit mindestens 20 mm, also 2 cm Durchmesser. Das sind klassische Standardmaße. Zugegebenermaßen auf so einer großen Punika-Flasche mit diesem großen Flaschenhals funktioniert es nicht. Aber ich sag mal, bei allen gängigen Flaschentypen ist es ohne weiteres und universell anwendbar. Und eben durch diese Silikonbeschichtung, die wir hier haben, das ganze Ding ist ja aus Vollsilikon, passt sich das wirklich auch durch diese kleinen Lamellen, die wir hier im unteren Teil nochmal sehr deutlich sehen können, hervorragend an den Flaschenhals an, hält es dicht, hält das Aroma und den Inhalt, die Flüssigkeit drinne, sorgt aber auch dafür, dass von außen nichts reinkommen kann. Ja, hier sehen wir es nochmal, unser innovatives Verschlusssystem mit unseren ausfahrbaren Dichtungen. Und man sieht auch wirklich, es funktioniert. Es ist nicht einfach nur eine trockene Theorie, den wir Ihnen hier erzählen. Es funktioniert einwandfrei, ob das jetzt natürlich Wasser ist oder irgendwelche Säfte oder Wein oder Sekt. Mhm. Das funktioniert für alle Getränke. Aber wie gesagt, der Flaschenhals muss einen mindestens Durchmesser oder einen maximalen Durchmesser von 20 Millimetern haben. Ja, und hier sehen wir es auch nochmal, wie das überall funktioniert. Übrigens habe ich auch noch eine Kundenmeinung aus Heilbronn. Mhm. Ein kleiner Helfer für kleines Geld. Hiermit bleiben die Getränke einfach länger frisch. Und das ist auch ein Thema, natürlich nicht nur, dass es uns nicht ausläuft, sie bleiben definitiv einfach länger frisch. Ne? Ja. Zwei Stück kriegen Sie für 3,90 Euro aktuell, also ein richtig günstiger Preis, den wir Ihnen anbieten möchten. Vielleicht möchten Sie auch gleich zwei Sätze davon bestellen oder auch drei. Ich denke, bei dem Preis kann man das machen, je nachdem, wie viele Flaschen Sie haben. Dann haben Sie immer mal ein, zwei Deckel in Reserve. Ist die NC 3076 und die 569 für unsere beiden Silikonflaschenverschlüsse
verschließt alle Flaschen absolut dicht. Mindestmaß sollte der Flaschenhals haben von 2 cm. Das ist absolut gängige Größe und passt wirklich für 95% aller Flaschenhälse. So, jetzt gehen wir mal an die größeren Kaliber ran hier, es oder? Es geht weiter mit kleinen Helferlein in der Küche, im Haushalt. Und das hier kennen wir alle, ne? Party geschmissen oder irgendwas fürs Abendbrot abgefüllt, Salat. Dann hat man das in so Schüsselchen oder auch mit Snoopy, geht auch. Und dann ist es natürlich drauf? So, ja, dann ist es natürlich so, wieder umfüllen macht ja keinen Sinn. Das ist wieder nur eine Matscherei. Oder hier Kaffeebohnen, die müssen ja auch lange frisch bleiben. Ja, was mache ich denn damit, wenn ich keinen Deckel mehr habe? Ganz einfach. Sie kaufen sich unsere Stretchdeckel, die sind nämlich sehr flexibel und die eignen sich für fast alles. Ob das jetzt Schüsseln sind oder Teller oder Gläser oder Schalen. Und elastisch ist es auch noch, wie verrückt. Das ist wirklich irre. Also hier dieses Material, das ist nahezu unkaputtbar. Und glauben Sie mir, auch da habe ich schon mehrfach versucht, da mal wirklich was drauf zu kriegen. Und dadurch, dass wir hier ebenfalls von Silikon sprechen, geschmacksneutral, geruchsneutral, nimmt keine Gerüche und auch keine Farben an. Na, nehmen Sie es einfach und spannen es drüber, so wie ich das hier gerade versuche. Genau. Versuche ist wohl der richtige Begriff. Mache ich was falsch, Anne? Soll ich mal? So, warte. Ja, so. Fast jetzt, genau. So, und jetzt habe ich es drüber. Wunderbar. So, das passt. Ist übrigens auch super geeignet, zum Beispiel zum Eingefrieren in der Mikrowelle, ist schon klar. Zum Eingefrieren natürlich oder natürlich auch zum Erwärmen in der Mikrowelle, das wollte ich sagen. Und schauen Sie mal, es funktioniert wirklich. Die haften einfach unheimlich klasse. Hier haben wir jetzt ein paar kleine Cranberries reingefüllt. Ne? Und auch das ist natürlich eine Sache, dieses ständige Umfüllen von Essensresten, das mag ich ja gar nicht, weil es ist einfach nur eine Matscherei. Und hier habe ich wirklich 5 verschiedene Deckel in 5 verschiedenen Größen, wo ich sagen kann, das kann ich überall drauf machen, ob das jetzt auf unsere Kaffeebohnen sind oder hier auf unsere Müslischalen. Aber dafür ist das ja nicht nur als einziges gut, sondern stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Sommer draußen auf Balkon, auf Terrasse oder im Garten. Ja, sie trinken ein genüssliches Gläschen Saft und was passiert nach ein paar Minuten? Die Wespen, die freuen sich auch natürlich über ihren Saft. Ja, kann man auch verstehen, ist schön süß, aber wer einmal weiß, wenn so mal eine Wespe in ein Wasserglas gekrabbelt, also ein Saftglas, das kann natürlich böse, böse enden, liebe Zuschauer. Lieber gleich vorsorgen, einfach Deckel drüber, dann bei Bedarf einfach abnehmen, ne? So einfach geht das und dann wieder drauf. Und da bin ich natürlich auch abgesichert, dass da nicht irgendwas in meinem Glas ist. Ganz genau. Also die Deckel, die wir Ihnen anbieten möchten, die Stretchdeckel, sind also von minus 40 bis plus 220 Grad verwendbar. Das heißt, Sie können sie also ganz lockerflockig ins Tiefkühlfach reinpacken. Sie können es aber auch aus dem Tiefkühlfach raus, direkt in die Mikrowelle hinein, in den Backofen hinein, je nachdem, was Sie damit machen möchten. Also ein sehr widerstandsfähiges Silikon, was man immer wieder verwendet. Kann. Hält für alle Schüssel, Teller, Gläser, Schalen bis maximal 20 cm Durchmesser. Und Sie bekommen von uns 5 verschiedene Deckel in unterschiedlichsten Größen zwischen 5 und 20 cm Größe, sodass man also wirklich nahezu für jeden Deckel oder für jeden Topf den passenden Deckel findet. Genau. Um das Klischee, um diesen Spruch da zu bemühen an dieser Stelle. Was ich Ihnen hiermit zeigen will, ist natürlich auch, dass ich jetzt natürlich auch übereinander stapeln kann, dass ich wieder platzsparend bin in meinem Kühlschrank oder ich sage nur Töpfe. Man hat gekocht, man will das Ganze in den Kühlschrank stellen, aber wenn dann nicht der lästige Deckel wäre, der verhindert, dass mein Topf in den Kühlschrank passt. Also was mache ich? Deckel weg, Stretchdeckel drauf und schon passt das natürlich auch dann hier ganz einfach in meinen Kühlschrank hinein. Einfach reinschieben. Jetzt war es so rabiat, aber da sehe ich auch endlich mal den Snoopy. Ja? Ja. Also vielleicht zeigen wir es einfach noch mal ganz kurz, wie es aufgespannt wird. Genau. Man nimmt das also und zieht es einfach drüber, wie so ein... Ja, wie eine Hülle quasi. Und dann haben wir die 4 Laschen, da wird das einfach kurz festgezogen und fertig ist die ganze Geschichte. Schön. Und jetzt kann ich wieder stapeln. Denkbar einfach gemacht. Ja, super. Aus Gera haben wir die nächste Kundenmeinung zu unseren Stretchdeckeln. Sie schreibt, passt wunderbar auf fast jeden Topf oder auf fast jede Schüssel und ist super zu reinigen, ein absolutes Top-Produkt. Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, ganz kurz mal ein warmes Wasser halten, das reicht auch schon, ne? Aber natürlich, immer wieder verwendbar, also ganz egal, ob Sie es einmal pro Woche oder 20 Mal am Tag verwenden. Die Deckel halten das ohne weiteres aus. Und ganz egal, was Sie da haben, bis 20 cm maximal vom Durchmesser her, können Sie es hier mit unseren Silikonen, mit unseren Stretchdeckeln verschließen. Auch hier hat man eben keine Gerüche, keine Geschmäcker oder was, die vom Material angenommen werden. Und auftragen tut es auch nicht. Das heißt, Sie können es ganz bequem irgendwo im Schrank verstauen. Hier lese ich nochmal Dosen. Das ist ja auch so ein tolles Thema. Ne? Wenn du mal eine Dose mit Obst oder irgendwas geöffnet hast, da isst man vielleicht maximal 2 Scheiben Ananas daraus oder nimmt es für Toast Hawaii und was macht man mit dem Rest? Ja.
Stretchdeckel drauf. Geht alles zum Einfrieren, in die Mikrowelle stellen. Das ist echt super. Das kann so praktisch und einfach sein im Alltag. Ne? Es ist ja häufig so, wenn man zum Beispiel Gäste eingeladen hat oder einfach manierlich mal den Tisch decken möchte, dann tut man die ganzen Sachen ja nicht in der Dose oder in der Originalverpackung auf den Tisch. Das heißt, du füllst das um in diverse Behältnisse, in dein Essgeschirr. Und nach dem Essen kannst du es dann entweder wieder zurück in die ganzen Dosen einfüllen, aber ganz ehrlich, den Aufwand betreibt doch keiner. Du lässt es meistens in den Schüsseln drin, dann holst du dir wieder die berühmte Alufolie und ziehst das da drüber oder diese Frischhaltefolie. Danke für den Tipp. Apropos Alufolie, Frischhaltefolie, umweltunfreundlicher geht es ja wohl nicht, ne? Alufolie kauft man, macht man drauf, schmeißt sie weg, wieder neue drauf, schmeißt sie weg. Hier, das habe ich mein Leben lang. Immer wieder das verwendbar. Das kaufe ich mir einmal, habe 5 Deckel nach Hause bekommen und das für 6,90 Euro. Also besser kann man es nicht haben. Das ist wirklich eine richtige Helferin, eine Fee im Haushalt. Ich finde die praktisch. Ich sag mal, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, so etwas wegzupacken, gerade so diese Schüsseln. Da gibt es ja eine ganz berühmte Marke. Aber da muss der Deckel immer gleich auf den Topf passen oder auf die Schüssel passen. Richtig. So, und es ist bei uns leider häufig so, dass wir dann von mir aus den Deckel haben, der ist dann irgendwo sauber, aber die Töpfe, die zu dem Deckel passen, die sind dann gerade entweder im Gebrauch, stehen im Kühlschrank oder sind dann gerade eben in der Geschirrspülmaschine und so weiter. Jetzt haben Sie immer eine Alternative parat. Einfach kurz an jeder Lasche einmal ziehen und schon hält das Ganze wirklich bombenfest. Super. Noch was stark. Absolut Geniales. Ich sage nur Kaffee. Ja. Wenn man eine frische Packung Kaffee öffnet, da kommt dann ein herrlicher Geruch entgegen. Mhm. Der kann natürlich auch genauso schnell wieder entweichen, wenn man den Kaffee nicht gut verschließt. Sollte man ja auch machen. Frisch halten. Aroma, ne? Und auch hier, unsere Kaffeebohnen sind natürlich auch hier wieder klasse abgedichtet mit unseren Stretchdeckeln. So, jetzt kommen wir mal zur Artikelnummer. Das ist die PE 39, 83 und die 569. Oh, riechst du das, diesen Kaffee? Ja, dieser Kaffee. Ich mag zwar Kaffee an sich nicht, aber ich liebe den Geruch. Ich könnte mir Kaffee kaufen, nur alleine wegen dem Geruch. Ja, wie gesagt, 5 Deckel in 5 verschiedenen Größen kommen zu Ihnen nach Hause für unter 6,90 Euro. Was will man mehr? Aber wir sind noch lange nicht am Ende, liebe Zuschauer. Jetzt wird es richtig abenteuerlich hier bei uns. Jetzt kommen wir nämlich zu den Frischhaltedeckeln, die wir eingangs schon ganz kurz angesprochen haben. Und das ist wirklich ein unglaubliches Multitalent. Ich war zuerst skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich. Als ich die Gerätschaften gesehen habe, wenn man die so sieht, sieht ein Stück weit aus wie eine Frisbee-Scheibe mit einem Henkel dran, oder? Ja, ist es aber nicht. Wie eine Trommel. Denn das Ganze arbeitet mit Unterdruck. Und was das bedeutet, das können wir gleich mal sehen, sobald wir unsere Deckel hier aufgespannt haben. Man legt diesen Deckel einfach nur drauf, das machen wir jetzt mal. So, einfach drauflegen. Drauf. Also am Rand muss auch ein bisschen was übrig bleiben. Der Rand muss überstehen, ganz klar. Und jetzt mache ich nichts anderes, als das Ganze hier reindrücken. Und schon hält das Ganze bombenfest. Das ist ja wirklich irre, ne? Da ist so eine kleine Mulde drin. Das heißt, wir erzeugen so eine Art Unterdruck. Ja, das ist durch Unterdruck. Und der Kunststoffrand, der spannt eine dünne Folie auf. Und wenn man das dann festdrückt, dann hält das Ganze natürlich bombenfest. Guck hier, da kommt nichts raus, gar nichts. Öffnen tut man das Ganze auch wieder so. Ich habe ja hier diese kleine Lasche. Damit mache ich einfach, den hebe ich so ein bisschen hoch, damit Luft runterkommt. Das kennt man so ein bisschen vom Vakuum, ne? Und hier habe ich jetzt natürlich wieder mein ganzes Unkraut, wollte ich sagen. Sag mal, Mensch, was ist denn los? Deine Lebensmittel. Meine Lebensmittel habe ich jetzt hier frisch. Und das funktioniert natürlich nicht nur für Müsli, sondern ich sage nur Salat, ne? Einmal Salat geöffnet, einen halben Tag im Kühlschrank, schon ist er so ein bisschen welk. Das passiert natürlich nicht, wenn kein Sauerstoff drankommen kann, so wie hier. Ne? Ja, der Topf, das ist eine sehr schwere Glasschüssel und selbst hier funktioniert super. Das. Also Wahnsinn, ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen. Oder hier wieder unser Dosenfutter. Hör mal hier, das klingt ein Stück weit wie ein ganz normaler Ballon, den man normalerweise aufbläst. Übrigens, Sie können hier reindrücken, so viel wie Sie wollen. Auch da habe ich mal überlegt und war auch skeptisch, geht das kaputt, wenn ich zu fest drücke? Nein, ich drücke also hier wirklich mal mit voller Kraft ran. Sie sehen, meine Fingerkuppen werden schon weiß. Ja. Und es passiert nichts. Natürlich. Es hält wirklich bombenfest. Gucken Sie sich das an. Super. Ja, genau. Natürlich würde das jetzt bei mir nicht funktionieren. Ich habe Fingernägel, aber das kann man hier durchaus machen. Ja. Ist natürlich auch wieder hier super geeignet zum Einfrieren oder natürlich auch für die Mikrowelle. Das geht alles, liebe Zuschauer. Machen Sie sich ab sofort keine Gedanken mehr. Wahnsinn. Und wir gehen noch ein Stück weiter. Ich finde das irre. Guck dir das an hier. Schau. Wahnsinn, ne? Zack. Wahnsinn. Hält. Wir kommen wieder mal auf unser Beispiel hier. Ne? Säfte. Ja. Klar, im Sommer. Schlimm. Hier, schauen Sie mal. Das kann man auch dafür nehmen. Wunderbar, für draußen.
kommen keine Wespen mehr dran. Natürlich auch keine Pollen können reinfliegen, gar nichts. Das kann man auch so direkt wieder in den Kühlschrank reinstellen. Ja. Ist natürlich Kühlschrank geeignet, ist auch hier wieder problemlos zu stapeln. Mikrowelle einfrieren und das ganze Thema auch hier kein Akt. Machen Sie es so, wie Sie es halten möchten. Und es hält bombenfest. Ja. Schaut ihr das Wahnsinn. An? Super, haben da kommt mehr. Nichts raus, nicht ein Tröpfchen. Super. Also eben der Salat nichts raus und nichts rein. Bleibt hier wirklich knackig frisch. Die Erdbeeren bleiben saftig. Der Käse kann nicht andünsten. Ich sage nur, je mehr ein Käse stinkt, desto besser schmeckt er. Oh ja, leider aber ist das so. Aber für alle, die den Kühlschrank öffnen, ist es natürlich nicht so nett geeignet. und da kann man natürlich auch sowas drüber spannen, weil es lässt keine Flüssigkeiten raus, aber genauso wenig lässt es auch keine Gerüche raus, ne, von stinkendem Käse. Das ist richtig. Also man richtigen Rock vor oder so diesen, wie heißt der Stinkekäse aus dem... Der Harzer Rolle. Oh, fantastisch, lecker. Schmeckt fantastisch. Aber dürfen Sie nicht einmal anfassen, den Geruch die ganze 3 Tage an den Fingern. Werden Sie mal so krumm angeguckt, aber es schmeckt fantastisch. Aber das Aroma muss er eben behalten. Und deswegen sorgen Sie dafür, dass er das Aroma behält. Und wenn Sie da vielleicht nicht gerade den passenden Deckel zur Hand haben oder vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Schüsseln haben, die den Geruch auch beim Käse belassen, benutzen Sie so etwas. Ist natürlich völlig geruchs- und geschmacksneutral, lässt sich leicht reinigen und hält das Aroma genau an der Stelle, wo es hingehört. Aber auch hier sehen wir wieder, wir können es natürlich auch im Kühlschrank stapeln. Ne? Ob das jetzt hier unsere Schüsseln sind oder natürlich auch die Töpfe, wenn wir gekocht haben. Das ist alles problemlos und das schreiben auch unsere Kunden. Nämlich KH aus Drebel schreibt, tolle Deckel passen auch auf Kochtöpfe, die mit Deckel nicht in den Kühlschrank passen. Einfach super und absolut dicht. Ja. Die bestelle ich gleich nochmal, denn die muss man doppelt haben. Also auch hier wieder natürlich ein zufriedener und begeisterter Kunde. So, wir haben 5 verschiedene Größen für Sie. 94 mm, 124, 165, 235 und 304 mm. Und wir haben Ihnen bis jetzt alles nur runde Behältnisse gezeigt. Zu Recht sagen Sie natürlich, was ist denn mit meinen eckigen Behältnissen, wenn ich jetzt hier beispielsweise auch mal Schinken oder auch mal Aufschnitt und dergleichen frisch halten möchte. Funktioniert natürlich auch mit eckigen Elementen. Ja, so. Super. Ups. Ist jetzt nichts drin, kann ich Ihnen das nicht zeigen, aber es ist nicht. Aber hier sehen wir mal sehr schön. Guck mal, hier siehst du diese Blase hier, die da entsteht. Ja, wow. Dieser Unterdruck. Schau mal hier, da kann man es deutlich erkennen. Super. Ja? Komm, das können wir ändern. Ich fülle jetzt mal was rein hier. Wollen wir mal? Moment, lass Luft rein. Oder warte, das Extrembeispiel ist ja für mich immer hier Flüssigkeiten, ne? Also, ich meine, Müsli, das kann ja jeder, aber wir machen hier jetzt mal einfach eine Flüssigkeit rein. Jetzt willst du es wissen, ne? Jetzt will ich es wissen, genau. So, komm, ich mach mal den schönen Matschepampe. Leckeren Fruchtsalat. So. Deckel drauf. Reindrücken. So, das merkt man auch. Also irgendwann ist also wirklich hier eine Grenze erreicht. So, eckiger Deckel. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Schwupps. Gar nicht. Gar nicht passiert. So. Yes. So muss das sein. Gucken Sie hier. Super, oder? Ja. Stark. Genial. Richtig stark. Super. Hammer. Ich bin auch total begeistert. Ups, Luft rein und Attacke. Ja, sehr Artikelnummer, gut. Die blenden wir jetzt auch gleich nochmal ein. Das ist das 5er-Set. Mit der NC 32, 62 und der 569, das kommt für wahnsinnige 5,90 Euro zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauer. Das ist der Hammer. Und wie gesagt, wir haben 5 verschiedene Größen, also da findet jeder Topf seinen Deckel. Richtig. Verschlüsse für zu Hause, vielleicht aber auch mal für unterwegs, wenn Sie vielleicht jetzt ins Frühjahr, in den Sommer hinein mal einen schönen Urlaub geplant haben, im Caravan, im Campingmobil zum Beispiel, wenn Sie ein Schrebehäuschen und dergleichen haben und gerne Ihre normalen Aufbewahrungsschüsselchen gerne zu Hause in der heimischen Küche belassen, ist das bestimmt mal eine Alternative, auch mal fürs Ferienhäuschen oder vielleicht auch mal fürs Schrebergärtchen. Ja, aber auch für zu Hause absolut geeignet. Ich denke, Sie werden Ihre Möglichkeiten finden, wo Sie die Deckel und die Verschlüsse zum Einsatz bringen können. Wir sorgen eben einfach nur dafür, dass das Aroma Ihrer Lebensmittel dort bleibt, wo es hingehört, und dass Sie dann die Lebensmittel, die übrig geblieben sind, vielleicht noch 1-2 Tage später mit Genuss zu sich nehmen können. Genau, super, der Salat bleibt knackig, die Erdbeeren bleiben frisch, der Käse kann nicht ausdünsten, die Wurst natürlich, die stinkt ja auch manchmal schrecklich im Kühlschrank. Ja. Das ist alles gar kein Problem mehr. Auch hier die Milch sehen wir. Das müssen aber nicht nur Flüssigkeiten sein, ob das jetzt Mehl ist, ne? Mehlpackungen, Tüten, einmal aufgerissen, was kommt rein? Die Motten. Habe ich alles schon gehabt. Diese kleinen Biester. Dann schmeißt man alles weg. Und so ist das natürlich auch eine schöne, günstige Alternative, die nicht nur Ihren Geldbeutel schont, sondern auch die Umwelt. Vergessen Sie jetzt die umweltunfreundliche Alufolie, liebe Zuschauer. Mhm. Wir machen das jetzt hier mit unseren Universal-Frischhaltedeckeln mit der NC 32, 62 und der 569. Also, wir haben was gesehen, um die Flaschen entsprechend für die Zukunft dauerhaft haltbar zu machen, zumindest den Inhalt. Wir haben diese Silikon-Stretchdeckel gesehen und wir haben gerade die Frischhaltedeckel gesehen. Die sind alle ausgesprochen sinnvoll. Jetzt entscheiden Sie sich bitte nur noch, für welchen Artikel Sie anrufen möchten. Ja. Tun Sie es, Leitungen sind frei. Wir wünschen
wünschen Ihnen viel Spaß beim Verzehr.